Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shin Megami Tensei Lucifer's Call, dem Hard Mode. Wir hatten ja beim letzten Mal eine Nachbesprechung, was hoffentlich jetzt nicht sein wird. Wenn nicht, dann tut mir es leid. Ich merke gerade, dass mein Fernseher so extrem laut ist. Oha. Das hört sich echt nicht gut an beim Röhrenfernseher. Ja, ich habe noch einen Röhrenfernseher, wie ihr halt wisst. Sonst würde ich auch was mit was Besserem aufnehmen. Wie ihr sehen könnt, muss ich jedes Mal mit 50 Hertz spielen. Das ist natürlich nicht so schön. Moment. Shibuya ist richtig? Shibuya ist richtig. Warum auch immer? Habe ich nicht letztes Mal beim Dings gespeichert? Bei dieser Höhle? Ist das jetzt richtig, wo wir sind? Ich hatte doch bei der Höhle gespeichert. Oder etwa nicht? Warum ist dann hier ein... Okay, also zum Ikebukuro-Tunnel kommen wir. Wo wir ja hin müssen. Rein theoretisch. Gut. Ha, was mache ich jetzt mit euch? Ich würde wirklich diesen verfluchten Raum endlich mal machen und auch den Kalber auch mal abschließen. Deswegen... Ich versuch's einfach nochmal heute mit dem verfluchten Raum. Ich hoffe mal, dass ich endlich mal was schaffe hier. Wer bricht mir eigentlich mal das Genick? Ups. Nein. Wer bricht mir endlich mal das Genick? Irgendeiner holt mich ja immer aus dem Hinterhalt. Ich muss irgendwas haben. Ich habe aber auch nichts, was den Hinterhalt verhindert. Das ist halt schade. Ich dachte gerade, hier wäre das Kalber zu. So. Zack. Ich müsste mal wieder ein paar längere Folgen aufnehmen, weil wir jetzt im Rückstand kommen. Ich habe ja die letzten Folgen auch bloß eine halbe Stunde gespielt und da habe ich natürlich nach 2 Tagen dann wieder kein Material. Was natürlich nicht gut ist. Ah. Hatte ich eigentlich die Frage schon mal gestellt, ob mir hier vielleicht einer Tipps geben kann? Für die Profis, die es schon gespielt haben. Wo? Vielleicht irgendwo ein Guide oder so, wie man hier am besten halt farmen kann und Markers. Das würde mich nochmal interessieren, ob jemand so Bescheid weiß von so einer Seite. Oh, 530. Ich glaube, das war unser Bestes bis jetzt. Und ja, weil ich wollte nämlich mal das so machen, dass wir haben ja 5 Kalber, dadurch auch 5 Tunnel, dass ich mal so ein Video mache mit dem Besten, also nicht dem Besten, sondern wie farmt man die Tunnel ab? Also jetzt bloß runterfliegen und Blade of English, left, right, left, right und so weiter. Das reicht ja schon. Um halt mal allen Leuten, die halt Lucifer's Call spielen und Probleme haben bei diesem Tunnelsystem, dass sie halt es auch schaffen, immer Geld zu bekommen. Also einfach. Also wenn ihr halt irgendwas habt, wäre das schön. Das wäre nämlich sehr nice. Oder einfach nur ein paar Tipps geben. Zum zweiten oder so. Wo zum Beispiel die 100 Yen-Münzen drin sind. Das wäre nicht schlecht. Ein, zwei weiß ich ja. Aber ich weiß ja noch nicht alle. Von daher, ob ich jetzt so einen großen Stein kaputt hauen muss oder nicht. Was ich leider noch nicht kann, da ich noch nicht die Stärke 15 habe. Aber dennoch wäre es sinnvoll, das zu wissen. So, jetzt kommt hier ein Kampf, komischerweise. Wir hatten, glaube ich, auch nicht mit Dings. Hier schon wieder einen Hinterhalt. Das ist total lästig. Moment, wenn wir... Hatten wir vorher auch immer Daisuyu mit? Ich weiß es nicht. Weil Daisuyu könnte uns wirklich helfen. Mit diesen Kämpfen hier. Oh, sehr schön. Und noch eine Schwäche. Oh, du bist der Beste, Feng Wang. Mich hat jemand auch gefragt in den Comments, ob wir noch Königin Neheb machen aus der Hochpixie. Ich glaube, das ist eine Weiterentwicklung. Ich meine aber, dass wir für Königin Miheb, wenn ich das richtig verstanden habe, Level 80 sein müssen, um sie zu bekommen.
Dann entwickelt sie sich. Also ja, ich würde sie schon gern machen, aber eben halt erst später, wenn ich halt Level 80 bin. So. Wie gesagt, ich wollte das Kompendium so voll wie möglich machen. So, jetzt drückt uns mal bitte die Daumen, dass wir das hier schaffen. Mizuchi bleibt natürlich. Pisaka muss dabei sein. Genau. Pisaka ist ganz wichtig. Und Mizuchi weiß ich nicht. Ich werde mal doch über den. Okay. Ne, geht Eis. Ist ganz okay. Okay. Tief einatmen und go. Wir haben Dings angeschaltet, ne? Jetzt. Ach, gut. Perfekt. Aber Pisaka hat da nicht so viel Leben, ne? So viel Mana. Oh, 83. Das ist gar nichts. So. Wie ihr sehen könnt, reiht sich das echt aus. Ich fordere mein Glück sozusagen heraus. Jetzt habe ich gerade kurz einen Blackout gehabt. Ich wusste nicht, mit wem ich heilen soll. Aber es ist halt wirklich so wichtig, dass man hier so wenig Mana wie möglich verballert. Und jetzt kommt hier gleich ein Kampf. Ich habe es gewusst. Und ich bin so. Oh, gut, ich bin auch noch dran. Sehr schön. So, jetzt mache ich. Ich mache einmal. Nee, ich mache kein Media. Oder mache ich einmal Media? Ich mache einfach einmal Media. So. Und. Nee, 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 nee. Das ist mir zu riskant, wenn ich jetzt nochmal. Ja, komm. Machen wir mal Media nochmal. Weil das sind ja die beiden, die ja auch Mana-Sauger haben. Von daher. So, das machen wir so. Und du machst Trafuri, bitte. Yeah! Und tschüss! Hoffentlich klappt das wirklich immer und nicht, dass einer sagt von den Gegnern, du kommst hier nicht weg. So. So. Bis jetzt sieht ja alles gut aus, aber wie gesagt, in dem einen Raum ist wahrscheinlich auch noch die Chance, dass wir von hinten angegriffen werden, erhöht. Und ich frage mich, ob ihr mal ein bisschen was verändert hört. Also meine Stimme hat sich ein bisschen verändert. Vielleicht mache ich es auch nicht. Denn ich arbeite ein bisschen mit Audacity. Und ich bin mal gespannt, was es für einen guten Effekt hat. Wenn man halt mal wirklich auf die Stimme hört. Also die Stimme ist ein bisschen verbessert worden, hoffentlich. So, bitte, 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 bitte. Wir haben es jetzt Glück. Ich möchte nochmal Media machen. So. Du machst auch nochmal Media. So, sehr schön. Einfach perfekt. Und du machst Trafogi. Okay, einmal reicht es noch. Boah. Ich bin so aufgeregt. Ich habe schon zwei Kämpfe. Und wurde noch nicht erwischt. Wir sind auch langsam in einer heißen Phase, wo wir wirklich auf Hinterhalte kommen. Deswegen müssen wir hier wirklich höllisch aufpassen. Ah, jetzt wird es langsam wieder rot. Ah, ich heil mal lieber, das ist mir zu riskant jetzt hier. Ich gehe mal wirklich auf Nummer sicher. Hier können wir wieder zurück. Muss natürlich hier hin. Langsam kommen wir in den Bereich, wo es sehr, sehr kritisch wird. Kann noch einer heilen, außer die Leute, die schon vorher heilen konnten. Nein. Okay, Media auf ihn. Dann machst du mal Media, bitte. So, das muss erstmal reichen. Ich vermute mal, dass in den nächsten paar Zügen ist da vorne der Schlusspunkt. Habe ich jetzt wirklich Lumina gemacht? Ja. Nicht. Oh, gut. Oh Mann. Ich habe irgendwie Angst, dahin zu gehen.
Moment, wir müssen da einmal rum noch. Also ist da nicht der Ausgang, sondern hier. Also wir sind wirklich kurz vor dem Ende. Hoffentlich schaffen wir das. Nein! Bitte! Bitte nicht! Oh! Yes! Das heißt, wir schaffen das locker. Und ich mach mal Mana-Absorber. Obwohl das sehr riskant ist. Aber es geht bei ihm anscheinend. Das heißt, ich mache mal auf den anderen noch. Dass ich halt ein bisschen Mana kriege. Ah, ich liebe diesen Scheusal. So, Trafuri bitte. Sehr schön. Ja, wir sind weg. Oh, wir kommen vielleicht in den Raum. Ich will noch nicht zu viel versprechen, aber es sieht sehr, sehr gut aus. Ich werde Pisaka nochmal eine... Oh shit, wir haben ja gar nichts mehr an Mana-Zeug. Egal, ich werde ihm einen Chakra-Tropf reindonnern. So. Was ist denn hier? Eine Leiter. Ja, ja, ja. Yes. Oh, hoffentlich kommen da unten keine Gegner. Oh nein. Okay. Das ist alles safe hier. Also kein verfluchter Raum mehr. Okay, 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 okay. Pisaka. Du machst erstmal das. So, sehr schön. Oh, oh, der will uns doch töten, oder? Oh, oh. Die Chance ist aber ganz schön hoch jetzt geworden. Da ist ja gar nichts. Hier ist nur der Typ. Gibt der uns vielleicht eine Belohnung? Der sieht cool aus. Er hat schon etwas, diese beiden Hörner. Etwas vom Teufel. Oder vom Steinbock. Ist nicht irgendwo auch ein Steinbock ein Gott? Naja. Ich kann es kaum glauben, dass jemand tatsächlich bis hier runterkommt. Weißt du, ich habe mit einem meiner Kumpels gewettet. Wenn jemand wirklich so weit kommen sollte, muss ich dieser Person einen Preis geben. Sieht so aus, als hätte ich verloren. Hier, das ist für dich. Du hast 250.000 Mark erhalten. Krass. Ich mag dich. Komm später nochmal wieder. Und ich werde dir etwas erzählen, das du wissen solltest. Okay. Oh. Wir müssen aber nochmal hierher. Irgendwann. Muss ich mir mal aufschreiben. Irgendwo. Ah, hier ist ein Stift. Ach, mache ich danach, nach dem Let's Play. Wir haben es endlich geschafft und wir haben richtig viel Kohle bekommen. 250.000. Ist natürlich später dann gar nichts mehr wert. Aber immerhin. Zurückwerfen funktioniert nicht mehr. Oh, oh. Wie kommen wir jetzt wieder zurück? Ist die Frage. Müssen wir jetzt wirklich diesen verdammten Weg entlang gehen? Oh Mann. Hier ist nichts, ne? Nee. Hier ist nichts mehr, ne? Nee. Okay, wir müssen also später nochmal hierher kommen. Okay. Oh Gott, jetzt müssen wir da wieder lang. Wo ist das Fluchtseil, wenn man es mal braucht? Okay. Braucht doch kein Fluchtseil. Ah, Mist, jetzt bin ich ja hier. Aber ich komme da wieder raus. Perfekt. Dennoch ist hier natürlich die Chance hoch, dass wir jetzt einen Hinterhalt abkriegen. Oh, hoffentlich bitte nicht, ey. Autsch. Nein. Bitte keinen Hinterhalt. Jetzt nicht. Nein. Pisaka, überlebt. Oh. Danke, Daisoyu. Daisoyu. Daisoyu? Echt mal interessant, wie man das wirklich ausspricht. Oh, nein. Machen wir hier Meditation auf ihn. Sehr schön. Richtig geil. Saraswati ist das jetzt? Ja, genau. Saraswati überspringt. Du machst Trafuri und wir hauen ab. Oh, wir haben es fast geschafft, meine Freunde. Oh, ich möchte am liebsten danach sofort speichern. Sofort. Oh Mann, kriegst du wieder Schaden. So. Ja, 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 ja,
Nein, wir haben es immer noch nicht geschafft. Oh. Müssen dadurch. Jetzt kommt ein Kampf, boom, tot. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es echt geschafft. Es ist so geil. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Yes. Du sollst doch nicht. Es ist verflucht, musst du wissen. So, ich habe aber was noch gelesen. Also ich wusste das mit dem Geld. Ganz ehrlich gesagt, wusste ich, dass da 250.000 drin ist. Ich habe hier irgendwie so ein Haar am Auge gerade, sorry. Und irgendwie stand da auch drinne, dass wir jetzt noch mit dem Priester reden sollen. Der gibt uns auch noch irgendwas, glaube ich. Ich glaube, der eine Prediger, der nicht auf uns gehört hat am Anfang, also der immer weiter geredet hat, genau auf den müssen wir jetzt zugehen. Und der gibt uns, glaube ich, noch etwas. Ich könnte ja mal nachgucken. Wer war, wo war denn der? Der war relativ am Anfang, ne? Ich könnte ihn ja mal jetzt suchen. So ist es ja nicht. Was wäre natürlich für das Let's Play jetzt nicht förderlich. So, sagen wir mal so. Aber es wäre interessant, also für mich jetzt zu wissen, ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht. Aber eigentlich... Nee, wir machen das jetzt anders. Wir gehen jetzt wirklich weiter. Und... wir versuchen mal diesen zweiten Kalber... Wir gehen aufs Ganze und versuchen diesen Kalber jetzt zu beenden. So, ich glaube, ich bin noch nicht hier runtergesprungen. Oder einfach doch. Doch, hier bin ich, glaube ich, schon mal runtergesprungen. Okay. Ja, hier war ich schon mal. So. Aber am liebsten würde ich jetzt speichern. Ganz ehrlich. Ich glaube, ich gehe doch nochmal hoch. Und zwar... Nee, 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 nee. Das wäre nicht klug, wenn ich jetzt mit den... Ich weiß nicht, ob die wirklich 5000 immer nur klauen, die Frauen. Ob das nicht prozentual ist. Deswegen ist mir das jetzt viel zu riskant. So, ich gehe auch wirklich auf Nummer... Ja, ich spreche nochmal mit dem Typen hier. Wenn man unsicher gefühlt ist. Wenn du dich nach unten begibst, solltest du dich gut vorbereiten. Sobald du einmal unten bist, wird es nicht einfach... Ich will nochmal hoch. Ich will runter. Ich denke mal, ich werde hier ganz kurz cutten. Werde aber weiterhin aufnehmen und vielleicht auch reden. Ich weiß es nicht. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Denke ich mal, wenn ich hier wieder unten bin. Ich will die Schwestern da nicht haben. So. Also ich sag mal so, ich werde es cutten hoffentlich. Ich werde dran denken. Muss ich mal gucken. Bei Minute 18. Ja. Circa 18. Ich schreibe es mir mal kurz auf. Dass ich das auch gar nicht vergesse. Also ich habe nämlich hier einen Stift, komischerweise. Endlich mal gefunden. 18. Okay. Bei 18. So. Dann sehen wir uns gleich wieder. Und ja. Also bis gleich.